So, herzlich willkommen zurück auf dem Gemeinschaftsserver, also eigentlich auf dem Server von Harry, in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Marco, dem Harry. Hallihallo, ich bin Angelo. Ja, und mir. Ja, in den letzten beiden Folgen habe ich gedüngt, bis der Arzt kommt. Heute, ja, wie ihr sehen könnt, ist gleich in grün. Heute werden die Felder 18 und 15, soweit es geht, fertig gemacht mit Dünger. Ja. Dann können vielleicht noch 17, wie weit ich da komme. Oh, Harry geht gerade einsehen. Ja, ich mache für Harry alles fertig. Geht das da? Was muss ich jetzt einsehen? Ich sehe jetzt alles Gerste ein. Ich habe gerade 39 Wasserhahne verkauft. Ja, das war so eine Geschichte. Einer hat hier auf dem Server 39 platzierbare Wasserhähne gekauft. Und Harry musste sie gerade, falls ihr die Folge nicht gesehen habt, ganz, ganz wieder von verkaufen. Ja, hat es geschafft. Ne? Ja, noch vier. Die finde ich dann nirgendwo. Ihr Stück, ja, vielleicht finden wir die ja nachher irgendwo. Und Harry hat eine neue Seemaschine hier drin stehen, auch der 36 Meter lang. Ja, falls ihr unsere Mods auch haben möchtet, auch wenn sie nicht abgeschlossen sind, einen Link dazu findet ihr in der Infobox. Dort könnt ihr euch einfach downloaden. Das sind ungefähr zwischen 3 und 4 Gigabyte. Und ja, könnt ihr haben. Und immer wenn es neue Mods gibt, könnt ihr euch sie dann downloaden. Natürlich kostenlos, keiner muss dann bezahlen. Ja, wie gesagt, jetzt gehen wir mal hier weiter. Der Harry muss säen, der Marco, der erntet gerade. Das war Sonnenblumen. Und der hat gerade ein Feldherz eingesät und dann Mikro weitergegangen. Ja, da durfte ich dann erstmal in der ersten Folge, durfte ich dann erstmal da alles weg düngen, also neu düngen. Dann hat das funktioniert. Okay, ja. Und ab Sonntag kommt hier dann, wird wieder eine andere Map gemacht. Jede Woche eine andere Map. Ja, und wie ihr wisst, Praktikum fängt ja ab Montag an, dass dann auch mehr Folgen kommen, weil um sie, das läuft im Moment zwar, es funktioniert zwar, es ist alles okay, aber ich denke mal, es läuft da noch flüssiger als da, als um sie. Von daher werde ich wahrscheinlich dann erstmal LS machen, wenn es eine neue Map gibt, die mir Harry oder irgendwer mal vorschlägt, die ich mal fahren sollte. Ja. Ansonsten machen wir, kommt hauptsächlich erstmal LS. Und wie gesagt, Mark wird ja dann in 2 Wochen ungefähr dann den Bus-Simulator Let's Playen. Das wird dann auch kommen. Einer hatte unter dem ersten Siedler-Video geschrieben, dass ich das weitermachen sollte. Hatte ich dann geantwortet und habe dann mal gesagt, ja, das wird weitergemacht. Also, dass hier im Moment 3 bis 4 bis 5 Projekte haben. Wir hatten uns überlegt, vielleicht wieder ETS 2 Multiplayer. Müssen wir auch nochmal gucken, deswegen. Also, auf jeden Fall zwischen 4 und 5 Projekte haben wir uns mal so überlegt. Ob wir alle umsetzen können oder was wir umsetzen können, werdet ihr dann einfach sehen. Dann, dann könnt ihr euch hoffentlich auf neue Folgen freuen. Ja, Siedler macht mir persönlich auch viel, viel Spaß. Ja, gefällt mir super. Und ja, deswegen, also warum nicht weiter letztendlich? Wahrscheinlich werde ich dann die Kampagne spielen. Oder vielleicht erstmal im freien Modus, erstmal so, dass man alles erstmal zeigen kann und dann vielleicht Kampagne mal gucken. Kampagne, ja? Oh, du bist so jung für Kampagne. Nein, ach, Harry. Du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, so, erste Feld ist eingesät. Juppie!
Nächste Feld. Naja, zwei Felder hast du ja noch vor dir. Und hier steht ein Baum. Stand gerade nicht da. Dann war bestimmt der Stein davor. Nee, das ist die Bergrippe von dem Metastein. Ach ja, stimmt, da war ja was. Genau, ja, das ist so eine Sache immer mit Harry Stein. Ja, den kann euch Harry am besten erzählen, weil das ist einmalig. Das ist doch nicht so, das ist schön und dreschen. Und vor dem Feld 21. Ja, lecker Runde fahren, im Moment komme nicht mehr weiter. Ich weiß, ich hänge irgendwo fest, ich kann nicht zurücksetzen, ich hänge fest. Und jetzt kommt dahinter, dass da der Stein vor mir lag. Ja. Und Harry, komm nicht mal weiter. Seitdem hat Harry das schöne Problem mit der Stein. Kamen nicht Bäume irgendwann dazu? Ja. Ganz lustig. Mein Seemaschine springt gerade rum. Ihr hättet der Rappen sehen. Wir haben noch 1600 Liter. Jetzt sollte ich mal langsam auffüllen oder mir was anderes suchen. Wo fährst du mit der Sonnenblume hin? Die muss zum Bäckerei. Ach so. Ja, ich hätte jetzt ins Hofsilo reingefahren. Hofsilo ist bei Feld 29. Ja, aber hier steht ja auch eins. Da habe ich ja umgeschrieben, geht nur Gerste rein. Marüste, bist du gerade was vergessen zu düngen? Was? Oh. Ein ganz kleiner Strich ist das. Nicht so schlimm. Schon hätte ich irgendwas vergessen. Ganz so ein kleiner Strich ist. So, ich sag schon jetzt auch, ich hab Feld 29 gedüngt. Auf die Mac Map, glaube ich, ist das. Sag 29, du musst 129 düngen. Ups. Ja. Feld 18, gleich soweit. Na viel. Muss noch mal sehen, ob wir die Map Kreis Unna noch mal machen. Oh ja, die war auch nicht schlecht, Kreis Unna. Die habe ich jetzt auch so weit umgebaut, dass umgebaut, nur umgeschrieben dann die Dinge. Dass auch die Brot, Bierfabrik und der Hühnerstall alles funktioniert. Ja, das war ja. Ja, die Kreisrunde Map, hat eine sehr lange Geschichte, die Map. Die ist auch im S13, LS11 schon gewesen. Ja, zwar ist dann, die Map in den letzten Jahren gebaut, hat da keinen Bock mehr drauf gehabt oder keine Zeit. Dann wurde das Projekt erstmal stillgelegt. Die ging auch im Multiplayer nicht, die wurde dann komplett rausgenommen bei allem. Nichts mehr. Ja, dann hatte sich ja jemand gefunden, wohl irgendwie Bekannter von dem oder ich weiß nicht wer, hat das dann, oder wollte das dann weitermachen, hat das dann auch weitergemacht. Ja, und das ist so der letzte Stand. Ich weiß nicht, ob der es jetzt immer noch weitermacht. Ja, der macht dann immer weiter, ja. Ja. Der hat auch gesagt, die Maps, alle Leute finden die Map so schön, da muss ich doch weiter an Arbeit. Der hat da, ja Mann, genau. Rede. So ungefähr. Der hatte ja keinen Bock mehr drauf und hat gesagt, doch mache ich es weiter. Ja, weil die Map, die ist ja wenig, die kannst du auch gute Multiplayer spielen. Da sind jetzt nicht so viele Objekte, die irgendwie FPS ziehen. Ja. Das ist ganz angenehm. So, Feld 18 ist auch fertig, Harry, gib das. Ah, ich hab Feld 9 schon fertig, Feld 10 ist auch bald fertig. Ich habe eine Seemaschine von 19 Meter. Naja, 19 Meter, da machst du einiges. Und ich habe noch eine hier drin stehen, der 36 Meter. Okay. Hey, beim Bäcker kann ich mir Sonnenblumen anliefern. Dann steig mal lieber aus, da komme ich immer rein. Kann es sein, dass ich zum Mahlwerk muss? Nee, du musst in Sonnenblumenfabrik, Bäckerei. Steig mal aus, dann mach ich die immer rein. Ich weiß, wo die rein müssen. So? Hä?
Das ist aber eine Scheiße. Die drei Dinger gehen nicht. Doch, stimmt, es geht hier auch nicht auf die Map, es sind noch die Porta Fetfalica Map ist das. Scheiße. Ja. Soll ich die dann erzählen? Auf dem Hof wieder bei Fall 29. Haha, dass du ja zurückfahren. Und die. Ah, ja. Nehmen wir bei Portica Fetfalica Map, da steht der Motorhafer rein. Gerste, Weizen und Sonnenblume und Milch muss da rein. Aber so weit auch nicht mehr was ist. Hast du noch eine zweite Sämaschine? Kann da reiner kaufen, wenn du willst. So, ja, hey, ich bin erstmal noch am Düngen, nur kann ich dir vielleicht nachher helfen, wenn du nicht da so schnell bist. Weil es sind ja große Felder auch. Aber die sind nicht so groß, aber mein. Kommt mal, Westfalen, die Karten, Felder sind groß. Da gebraucht er 50 Meter Räder, die Seemaschine früher. Ja. Ja, noch, jetzt auch, aber am Feld eingedreht, am Feld 14. Mit 36 Meter Seemaschine habe ich noch eine halbe Stunde über. Eine halbe Stunde gemacht, bis das ganze Feld fertig war. Ja. Und dann, wenn Mai ist, dann habe ich gedrescht auf der Seemaschine. 19 Mal muss auch danken. Ich fahre kein Omni mehr bei der Betrieb bei 3BR. Warum nicht? Ah, ich hab AD 9459 installiert, immer wenn ich eine Map starte, Databank Error. Okay. Ich wollte gestern Abend dafür eine Tour fahren. Da hatte die Map einfach nicht mehr geladen. Dann war nur der Bus von innen, ja. Von außen zu sehen, keine Map, nur Autos, nur noch die Menschen. Ja. Und weiß nicht, ob es am Programm liegt oder. Liegt an ARD. Ah ja, wahrscheinlich, ne? Okay. Hatte ich ARD schon angeschrieben, vor 3 Wochen her. Ja, aber da gehen wir nicht drauf reagiert. Ja, also manchmal dauert das. Ja, ich wollte mir ja auch dann die Vollversion kaufen, hatte aber zu wenig Geld drauf. Und dann hatte ich das mal irgendwie mal mir samstags zugelegt oder so. Oder ich weiß nicht, wann das war, irgendwann mal. Und aber auch, weil sie sich. Woche später erst die Nachricht, ja, auf ihrem PlaySafe-Guthaben ist zu wenig Guthaben drauf, bitte. Wir haben jetzt für das Geld ausreichend Coins auf ihr Konto überwiesen. Falls sie sich die Vollversion kaufen sollten, müssen sie sich da halt neue Guthaben besorgen. Holt ihr euch auch den Bus Simulator 16? Weiß ich nicht. Also ich werde mal abwarten, wie der ist. Wenn der scheiße ist, dann werde ich mir den nicht holen. Ist einfach. Weil der 12er, das war schon Reinfall und da will ich mir nicht noch mehr Geld ausgeben. So. Ich habe jetzt den 12er gekauft und der 14er, aber die sind alle bei scheiße. Ja. Ich habe 8er, den 9er, den 12er habe ich. City Bus Simulator München. Das war ja so die Notlösungen für den 2010er. Ja, nee, ich habe noch gar keinen Bus Simulator. Hatte ich noch gar keinen. Ja, Omsi. Ja, gut, aber ihr Catland Wops, was rauskommen soll. So, Harry, fährt 17, dann bin ich fertig. Ja. Mutze, der mit der Düngerspeicher, was du gerade hast, musst du sehen. Da habe ich gestern 4-mal gedüngt mit und noch nicht leer. Naja, also ich bin auch schon ewig, ich habe schon die 4 Felder da und die ist immer noch nicht leer.
Ja, genau passend zum Fällenende ist auch die nächste Folge vorbei. Ist ja gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einfach auf jeden Fall Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und auch guckt doch mal beim Harry vorbei, was da so läuft. Würde ich sagen, sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao, bye bye. Bye bye.